Fasswoche bei Supergain. Kington. Ich habe mir ein Kington-Fass zugelegt. Und ich will natürlich hören, wie das klingt. Das war ein Fass. Hey Michi. Hey Rico. Wir haben ein Fass aufgemacht, ja. Und zwar... Entschuldige. Der war spontan, ich schwör's. Der war aber Wahnsinn. Ist spontan, weil es ist unser 12. Take und ist mir nie eingefallen. Okay, also nein. Erzähl mal, du hast mir ein Fass gekauft, aber ja. Wieso eigentlich? Du, der stand eigentlich schon immer auf meiner Einkaufswunschliste, sag ich mal. Und ich jetzt bist du so weit runtergekommen schon. Ja. alles abgearbeitet, die ersten 48.000. Geil. Nein, das war schon etwas, was mich schon immer irgendwie ein bisschen fasziniert hat. Ich habe mich aber nie getraut. Und habe es dann in einem Wiener Musikgeschäft, da habe ich es bestellt. Das kam dann an und das war total lustig, weil ich eigentlich was viel Kleineres erwartet habe, also vom Gehäuse her. Und dann kam aber doch eine schöne Kiste. Also, um es kurz zu erklären. Es ist so, dass das praktisch zwei Fass in einem sind. Mhm. Und zwar, es gibt zwei Arten von Fass, nämlich mit Silizium und mit Germanium-Bauteilen. Mhm. So. Und die klingen tatsächlich Unterschied und ich kann das, wir können das hier mal testen, weil das hat beide. Und mit einem Dip-Schalter kann man wunderbar zwischen dem einen und dem anderen halt hin und her schalten. Mhm. Und dann hat es noch eine Besonderheit und zwar ist das, weil Germanium sehr temperaturabhängig ist, klingt es nicht immer konstant gleich. Das ist echt verrückt, oder? Total verrückt. Also, wow, im Übungsraum so geiler Sound eingestellt und ja, yeah, und dann zum Gig irgendwie und dann, es klingt aber ganz anders, warum und so. Und es klingt wirklich anders. Das kann man hier nämlich super geil nachvollziehen, weil es hat einen Bias-Regler. Mit den Bias addiert man sozusagen noch Spannung zu der Arbeitsspannung hinzu. So, also Elektrotechniker soll mich jetzt nicht killen, aber das Prinzip ist, dass man mit der zusätzlichen Spannung, die man mit dem Bias dazu tun kann, den optimalen Arbeitspunkt erreicht von den Bauteilen. Und das ist ja ähnlich wie bei den Röhren ja auch. Da kann man ja auch über einen Bias regeln, dass die Röhren eben die optimale Spannung bekommen. Und hier ist es so, dass man mit einer Kontrolllampe sehen kann, wann die optimale Bias-Einstellung, also diese Arbeitsspannung erreicht wird. Und zwar, wenn es leuchtet. Also das ist ja keine On- und Off-Schalter hier, sondern ich zeige dir das mal. Wenn man jetzt den Bias hier wegdreht, so zum Beispiel, der ist jetzt ungefähr auf 11 Uhr oder 12, ich weiß genau so, dann wäre er jetzt nicht in der im optimalen Arbeitsbereich. Ne? Und wenn ich das jetzt nach rechts drehe, dann leuchtet irgendwann mal so. Und in diesem Bereich, wo es anfängt zu leuchten, dann geht er wieder aus. Also es gibt einen zu viel oder zu wenig. Also es gibt einen Bereich, in dem das dann optimal funktioniert. Und dann hat man sozusagen die Gewissheit oder zumindest mal eine höhere Sicherheit, dass der Sound möglicherweise beim Gig so ähnlich ist wie im minus 12 Grad Übungsraum oder so. So wie es gerne mal ist. Eben, wo man im Mantel eben probt. Genau. Und die Röhrenamps, die einzige Heizung. Die einzige Heizung. Also. Kein Modeler. Nein. Das geht gar nicht. Nein. Ja. Genau. Und und dann kann man also hier diese Arbeitsspannung sozusagen korrigieren. Hier hat man den Anteil an Zerre sozusagen. Und das ist einfach nur ein Volume. Also da kann man sozusagen die Lautstärke anpassen an den Amp. Ne? Hat das irgendwas zu bedeuten, dann, dass der Gain-Regler oder der Fass-Regler so klein ist und der Volume-Regler so groß? Ist der Volume-Regler so wichtig beim Fass irgendwie? Oder? Ja, also empfohlen oder beschreiben tun sie das, dass man praktisch mit dem Fuß könnte man den noch ein bisschen nachregeln. Ja, und tatsächlich, also das ist eine schöne Haptik, also es lässt sich schön bedienen und es hat einen schönen Widerstand. Es fühlt sich wertig an, sehr, sehr wertig.
Ist auch ein wertiger Preis übrigens. Ne? Wert. Dann hat das Teil noch Kippschalter. Mit dem einen Kippschalter kann man eben zwischen dem Silizium und dem Germanium umschalten. Und mit dem hier kann man zwischen Charakteristiken, zwischen Fat und Vintage schalten. Und Sonic. Song oder was das was sein soll, ne? Sonic oder so. Ja. Sehr kreativ. Was auch immer, ja. Wir werden das jetzt gleich hören, wie das klingt. Und dann hat das Ganze, weil das ja noch nicht so eine Buffer-Funktion zum Beispiel, die man ein- und ausschalten kann, hier an der Seite sind noch so Dip-Schalter. 6 Stück sind das. Ja, und man kann damit, genau, so. Das ist ja, genau. Also da kann man also mehrere Nachmittage damit absolut was regeln. Absolut. Das ist auch was, ob das ja noch im Bild ist. Gerade im Winter, ja. Wenn es draußen kalt ist, kann man sich das gemütlich machen und ja, ihr Regler drücken. Ja, genau. Amtlich. Fühlt sich wirklich wertig an. Also die Kiste ist schwer und macht was her, muss ich sagen. Und was wir jetzt gehört haben, war übrigens der Deville, der Hot Rod, ja, mit 212ern drin. Und zwar jetzt in dem Zerrmodus schon, also im Drive-Kanal, aber mit dem moderaten Drive. Vielleicht hören wir mal einfach mal kurz, wie sich das anhört. Also ich habe das hier aus meinem Pedalboard darüber gestellt. Aus dem mickrigen Pedalboard da. Das ist ja wirklich Ufolus. Das ist mein Flugzeug-Pedalboard. Oh nee, jetzt. Du wirst das jetzt nicht. Jetzt pass auf. Das tust du jetzt nicht. Das ist ja so Ufolus. Das tust du jetzt so nicht. Darf ich es nicht? Ich zeige jetzt mal ganz kurz, wie das Pedalboard hier aussieht. Seid ihr bereit? Das sieht nämlich so aus. Hier ist. Also, ich meine, ganz ehrlich, ja. Diese Beschriftung. Ja. Das macht dir so leicht keiner nach, weil das ist wirklich amtlich. Das ist so amtlich, wie das hier alles beschriftet ist. Seht ihr das? Ja, das macht auch fein, Spaß. Fein, säuberlich. Ja. Und das kann sogar ich lesen. Mhm. Ja. Auch ohne Brille. Und hier gibt es diverse Pedale. Ich glaube, wir müssen mir ab und zu mal, du musst mal erklären, wie das funktioniert. Das wäre mal interessant, oder? Da machen wir eine andere Folge. Mal schauen. Mal sehen, ob das den Leuten, ob das überhaupt die Leute interessiert, was der Enrico da macht. Nein, ich weiß nicht. Also mich interessiert es egal, wir machen trotzdem eine Folge. Ich möchte wissen, wie das geht. Sehr geil. Ja, aber jetzt erstmal das Fass und jetzt wollen wir natürlich hören, wie das klingt, das Fass, oder? Genau, also erstmal hören, mit was für einem Grundsound wir da arbeiten. Ja. Der Grundsound, ein bisschen Hall haben wir jetzt dazu getan. Also sollen wir den wegmachen? Nein, oder? Hall ist wichtig. Okay, okay. Hall ist schon wichtig. So, der Grundsound ist, wie es sich so richtig empfiehlt, wenn man so mit Zerrern arbeitet, mit einer leichten Zerre drin. Ja, also nicht der ganz cleane Kanal. Das können wir nachher auch ausprobieren, weil das hat schon enorme Auswirkungen, gerade auf dieses Gerät hier. Ich finde, viel, viel mehr als noch bei normalen Distortion-Pedalen oder Overdrive-Pedalen. Mhm. Aber bei diesen Fassteilen hat es ein sehr, also der Fassanteil wird extrem höher, finde ich, bei dem reinen, cleanen Kanal. Okay. Deswegen eben dieser leicht ange... Also zum Vergleich, das ist der reine, cleane Sound. Mhm. Ja. Und wenn wir den jetzt einschalten, dann klingt er... Sehr roher Sound irgendwo. Ja. Einfach wirklich mal andere Baustelle wie jetzt so der sahnige Wohlfühl-Sound. Ja. Absolut. Oder es ist auch kein Marshall-Sound, der auch rotzig ist irgendwo. Sondern es ist wirklich, ich meine, das ist ja so ein Ding, was so wie so die ersten Verzerrer klangen auch, oder? Das, die sehr roh waren, wo noch nicht so viele Geschichten waren. Okay, die Frequenzen, die filtern wir jetzt mal raus, weil das irgendwie schon hier ist wirklich. Aber es hat einen ganz, ganz speziellen Charakter und für viele Sachen eignet sich das schon sehr gut, ja. Für viele ja, für viele andere wahrscheinlich gar nicht. Genau, also für die klassischen Anwendungen jetzt mal, für irgendwie einen schönen Lead-Sound oder so, ist es eher ungewöhnlich. Es ist eher was, wenn ich sage, ich will mal wirklich was anderes haben als das, was ich normalerweise habe, oder? Ganz genau. Also wir hören jetzt auch die Zwischenposition von der Strat hier. Wenn ich den jetzt auf den Steg-Pickup, auf den Steg-Pickup mache, dann ist es, dann wird es schon sehr zinselig.
Wahrscheinlich aber ein Sound, der sich durchsetzt. Das kann man so sagen. Was schön ist, ist, dass man die Charakteristik immer durchhört. Mhm. Also da merkt man schon, dass es eine Zwischenposition ist, ja. Und was man jetzt nicht so transportieren kann durch nur den Sound, ist, dass das sehr, sehr stark komprimiert. Mhm. Sehr, sehr stark. Mhm. Also wer jetzt zum Beispiel ja, damit klarkommt, dass er Lead spielt, der wird dieses Gefühl haben von einem High-Gain Amp, ja, der richtig, also wirklich in die Sättigung reinfährt. Weil so fühlt es sich beim Spielen an. Als wenn da ein Kompressor davor wäre, der das Ganze erstmal squeezed und dann den Rest noch gerade so durchlässt. Ja. So in etwa fühlt sich das an beim Spielen. Ich würde, und was sehr, sehr schön ist, ist, dass er sehr dynamisch reagiert auf das Volume Potty. Das heißt, man kann schon hier zurückgehen und hat dann ja, also cool. Das macht viel aus, so dass man tatsächlich auch sagen könnte, ja, man könnte hier ein bisschen dann also aufreißt. Das gefällt mir ganz gut eigentlich. Das ist echt ein guter Sound. Ja. Mhm. Wir können jetzt zum Beispiel mal vielleicht zwischen Germanium und Silizium mal umschalten. Ja? Dann hört man da, ich spiele mal und du schaltest einfach mal um, oder? Man hört beim Silizium jetzt, glaube ich, dass es noch mehr komprimiert, oder? Mhm. Es ist noch dickerer Sound. Ich finde, dass er nicht so höhenlastig ist. Mhm. Also wenn ich jetzt vielleicht mal solo hier spiele, schauen wir mal, was dann passiert. Ich höre jetzt, dass es irgendwie mittiger wird und noch komprimierter. Kann das sein? Ja, es fühlt sich auch beim Spielen so an. Ja. Genau. Was wirklich sehr, sehr schön ist, ist, wie man mit dem Bias-Regler arbeiten kann, um Sounds zu erzeugen. Also nicht beim Silizium, weil da spielt offensichtlich der Bias-Regler nicht so eine große Rolle. Werden wir sehen, also wenn du den zum Beispiel bei Silizium ein bisschen bedienst und nach links drehst, dann ist der Unterschied nicht so stark. Also er wird muffiger, wenn du ihn nach links drehst, ja, wenn die also Spannung weniger wird, wird es ein bisschen muffiger. Aber das wirklich Witzige bei dem Bias-Regler und dem Germanium ist, dass der dann wirkt wie ein Gate. Mhm. Also wie ein Noise-Gate, das zumacht. Ja? Also das wollen wir mal schauen, wie wir das jetzt simulieren wir können. Wir gehen mal von der optimalen Situation ein bisschen zurück, genau, vielleicht. Genau. Oder? Was man jetzt, also du hörst nichts, obwohl ich hier auf die Seiten drauf. Also das kann man auch schlecht transportieren, aber was ist, ist, dass man jetzt eigentlich keinen Sound mehr raushört. Ich muss richtig reinhauen. Das ist für manche Sachen. Ein bisschen mehr, oder? Ja. Witzig. Also was natürlich jetzt nahe liegt, ist, dass man versucht, vielleicht, weil ja auch John Mayer sehr, also einige Stücke mit so einem Fass salonfähig gemacht hat, ist, dass man vielleicht irgendwie gerade bei Crossroads, das wäre so ein Beispiel, wo wir versuchen könnten, da hinzukommen. Und ich würde tatsächlich jetzt die Mittelstellung hinten nehmen und ein bisschen spielen. Ich vermute mal, dass man eben den Gain, den Bias ein bisschen zurückdreht. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie wir hinkommen. Ich habe da so eine Idee. Mhm.
jetzt sogar noch ein bisschen weniger machen. Und jetzt mache ich den Dreh okay. hier zuzumachen. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir den Ton zuregeln. Das ist schon ziemlich amtlich, ja. Also das wirkt natürlich Wunder, ja, weil das Ding hat ja keine Klangregelung. Ja. Das heißt, die uns hat schon zum Teil echt unangenehme Höhen, aber die kann man natürlich super eliminieren, indem man hier einfach zurücktritt und dann keine Höhen reinschickt. Ja. Dann kommen auch keine raus. Also wir haben jetzt auch nur so an der Oberfläche gekratzt von dem Ding, weil ich habe das ja, wie gesagt, erst seit ein paar Tagen. Mhm. Und ich glaube, da kann man sich wirklich wahnsinnig spielen und viele. Aber es hat so Spaß gemacht, erstmal irgendwie einen Nachmittag lang da rumzuschrauben und zu machen und zu auszuprobieren. Du kannst natürlich gerne, weil ich habe hier an meinem Board habe ich so einen AB-Schalter, mit dem ich... Bin gespannt, ja. Jetzt könntest du zum Beispiel... Ja. Sehr witzig. Sehr witzig. Ist wirklich ein komplett anderer Sound, als ich bis jetzt gewohnt. Das ist jetzt fett. Das ist fett. Das finde ich ist auch wirklich fett. Ja. Also da kommt dieser John Mayer Sound zum Beispiel noch, also das ist runder, hat mehr Bassanteile und dadurch näselt er hier unten dann auch noch etwas mehr bei dem Riff. Ne? Das ist wirklich witzig. Ja. Wir können ja mal zum Spaß, schau mal, das wäre zum Beispiel jetzt ein handelsüblicher Marshall-ähnlicher Sound. Ganz andere Qualität. Ja, also es ist wirklich andere Geschichte. Komplett anderer Sound. Also man muss das mögen, was ein Fass macht. Mhm. Und darf nicht erwarten, dass man mit dem den Sound herstellt, eines Marshalls, eines Boogies. Also es ist einfach... Und da muss man sagen, ja, die Hörgewohnheiten haben sich auch verändert, auch die Spielart und die Lust auch auf sowas. Das, glaube ich, ist auch von der Geschichte her so... damit hat man als erstes angefangen, irgendwie Röhrenverstärker zu simulieren. Also die Zerre eines Röhrenverstärkers, also den Overdrive. Und das hat nicht funktioniert. Ja? Und irgendwann mal hat wahrscheinlich jemand die Teile wieder rausgekramt, zu einer Zeit eben, an dem schon alles ausprobiert war und gesagt hat, aber das könnte auch was Eigenständiges sein. Mhm. Und wenn man das so sieht, ist es natürlich ein Effekt, den man im Übrigen mit nichts anderem simulieren kann. Das ist mir noch nicht gelungen, irgendwie eben mit anderen Overdrives oder sowas hinzubekommen. Das ist schon... Nee, es ist ganz was Besonderes. Und wirklich dann, wenn man auf der Suche ist nach was wirklich Neuem und die meisten anderen Sachen vielleicht schon probiert hat, ist das wahrscheinlich absolut ein Weg, wo man coole neue Sounds finden kann. Ja, ja. Ah. Also, ein Loblied auf das Fass. Auf alle Fälle ist es ein super Spielzeug, wo man ganz kreativ neue Sachen finden kann, glaube ich. Ja. Wo man sich ein Wochenende, wo dann die Frau sagt, wo warst du am Wochenende?
Aber Kingtone ist, habe ich schon erwähnt, dass es ein Kingtone-Teil ist. Es ist meins, ja. Wir haben kein Sponsoring, niemand, der irgendwie, ja, ich habe es gekauft und bezahlt. Aber es sind gute Teile, so wie alle Teile, die wir testen, unsere Teile sind, die uns gehören. Und wenn sie uns gefallen, dann machen wir gerne das auch publik sozusagen. Und Kingtone ist nicht ganz billig. Ist, glaube ich, ein Typ, der in Kalifornien sitzt, oder? Und das dort von kalifornischen Jungbodybuildern zusammen. Genau, die. Ja, die müssen jung sein, sonst kommen sie mit den Fingern. Die verdienen sich was hinzu. Genau. Ja. Und, das sieht sehr gut aus. Die haben das wirklich gut gemacht, ja. Ja, ja. Da wird echt alles gegeben. Wird das Herz des Gitarristen schlägt dann höher. Absolut. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr ganz brav seid, tun wir den auch profilen und dann kriegen. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ja. Ja, wir hatten ja eigentlich angekündigt, so ein Profiling Paket mit Super Game Profiles. Ja, da gibt es das ist noch in Arbeit. Ja. Da könnte sowas mit einem Zug finden. Witzige Idee. Gell? Okay. Wir werden sehen. Also, gibt es ein Goodie? Was könnten wir als Goodie? Nee, also. Mir fällt nichts ein. Ja. Aber diese Woche müsst ihr irgendwie Newsletter abonnieren. Ohne Goodie. Ja, aber abonniert ihn trotzdem. Ja. Weil es gibt immer wieder jeden Freitag einen Newsletter zu unserer Sendung und ab und zu gibt es auch ein PDF oder ein Audio-File oder vielleicht auch ein Profile oder irgendwas. Ja. Ja. Oder einfach nur neueste News, was bei uns so passiert und ihr werdet immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Mhm. Also den Newsletter abonnieren. Newsletter unbedingt abonnieren, ja. Das wäre super. Ja. Und den YouTube-Kanal auch abonnieren, das wäre auch nicht schlecht. Auch super. Ja. Und dann, wir sind ganz, ganz fleißig, wir basteln ganz viel neue Sachen gerade. Ja. Und seid gespannt. Schreibt uns, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Weil immer mehr Leute schreiben uns, ob wir irgendwelche Sachen auch testen wollen von ihnen. Warum nicht? Mal schauen. Ja, wie gesagt, also wir testen am liebsten Sachen, die wir selber haben. Klar. Wollen uns eigentlich unsere Unabhängigkeit bewahren. Das stimmt, ja. Es sei denn, also, ne? Also wir sind auch käuflich, so ist es nicht. Vielleicht ein Mercedes. Also, ach ja, Urlaub auf den Malediven. Stimmt, ja, wir testen auch Urlaube. Ja, und hey, die Pizza in Neapel hat einige schon zu Kommentaren bewegt. Stimmt, vielleicht treffen wir uns dort großartig. Mal. Wenn man so ein super gehen, treffen in Neapel. Wir schweifen wieder ab. Wir können uns nicht verabschieden von unseren Leuten. Nee, nee, es ist einfach so. Mhm. Ja. Okay, also, schickt uns Sachen zum Testen für eine Reise nach Neapel. Mit Pizza sind wir dabei. So sieht's aus. Wir sind käuflich. Bis nächste Woche. Ciao.